Moin, moin, liebe Freunde der Bewegung und des Fitnesssports und willkommen zum Interview mit Monique König. Monique ist die beste Calisthenics-Athletin in Deutschland, die ich kenne, zumindest die stärkste Frau, die ich kenne. Sie kann auf jeden Fall mehr Klimmzüge als ich und dafür schäme ich mich ein bisschen. Auf jeden Fall, schön, dass du hier bist. Wir sind jetzt hier bei Kölns. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da bin. Hier bei Kölns Personal Trainer in Köln-Ehrenfeld, denn du hast gerade eben einen Calisthenics-Workshop gegeben. Richtig. So 4 Stunden, 4, 5 Stunden ungefähr. Sehr interessant, weil ich mache ja ein bisschen schon was in Richtung Bodyweight, aber ja, du bist einfach die Expertin dabei. Was ist Calisthenics? Ja, Calisthenics ist im Prinzip Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht. Was nutzen wir dazu? Stangen, Barren, Parallels, Ringe, das sind so unsere Trainingsequipments, die wir nutzen, um unseren Körper zu stählern. Ja. Also das heißt, Prinzip ist, du willst stark werden und du willst gut aussehen. Ja, bei mir ist die Ästhetik eher zweitrangig. Mir geht es primär darum, vor allen Dingen Skills auszubauen, besser zu werden, um irgendwann eine Planche zu können oder Planche, wie auch immer, je nachdem, wie man das auch ausdrücken mag, ist ja auch egal. Frontlever, Backlever, solche Geschichten, diese statischen, isometrischen Sachen, die möchte ich irgendwann können. Und da, ja, arbeite ich primär daran. Das Ästhetische, das kommt einfach so nebenbei. Also was Ido Portal sagte, Structure follows Function. Auf jeden Fall sind viele Zuschauerinnen auch dabei, die mit dem Kraftsport angefangen haben und die sich fragen, okay, wie kriege ich denn überhaupt einen Klimmzug hin? Du machst über 15 Stück und manche versuchen ihren ersten. Was ist so eine Sache, die sie auf jeden Fall brauchen, um ja, den ersten Klimmzug zu schaffen? Ja, also das allererste und der Schlüssel überhaupt zum Erfolg ist Geduld. Ja? Schwierig, ich weiß, kenne ich selber. Aber wenn man da dran bleibt und mit den richtigen Progressionen übt, die wir heute auch im Workshop besprochen haben, dann wird man vor allen Dingen am Anfang relativ schnelle Fortschritte machen können. Möchtest du jetzt wissen, was für Übungen man da machen kann? Ich sag mal, nenn mal so zwei Übungen, die ein Einsteiger machen kann, um besser zu werden. In Klimmzügen, okay. Das wären zum Beispiel Körperruderübungen in den Ringen oder an der Stange, je nachdem, ungefähr auf Brusthöhe. Das heißt, man hängt im Schräghang zu den Ringen und zieht sich dann quasi mit retraktierten Schultern, also Schulterblätter hinten richtig schön zusammengezogen, mit der Brust bis zu den Ringen nach oben und lässt sich dann langsam kontrolliert wieder in die Ausgangsposition ab. Das ist eine gute Vorübung, wenn man noch keine Kraft für einen Klimmzug hat. Oder man übt mit den exzentrischen Klimmzügen. Das heißt, ihr beginnt oben mit dem Kopf über der Stange, mit der Endposition quasi. Und lasst euch dann so langsam wie möglich von oben nach unten in den Hang herab. Ja. Sehr, sehr fies. Also ich versuche oben mich einfach mal zu halten und dann wirklich, wenn ich nicht mehr kann, mich runterzulassen. Ich mache lieber Kniebeugen. Egal, aber das ist ein anderes Thema. Und du sagtest noch was von Skill-Training, Planche, dann noch Handstand und so weiter. Inwiefern ist das ein Teil vom Calisthenics-Training? Ist das einfach, dass du sagst, ich will das irgendwann drauf haben, einfach damit ich es kann? Oder hat es noch einen weiteren fortlaufenden Nutzen, dass das Kraftübertragung oder irgendwie sowas? Genau. Kommt ja ganz drauf an, mit welchem Ziel du Calisthenics betreibst, ganz klar, wie bei allen Dingen im Leben. Was für Dinge oder was für verschiedene Arten von Calisthenics gibt es denn? Ja, also das Calisthenics, was ich bevorzuge und viele der Leute, mit denen ich da mich connecte, eigentlich auch, dass es sauber ist, dass die Ausführungen sauber ausgeführt werden. Kein Kipping, kein Swinging, kein Crossfit-like, Freeletics, solche Geschichten nicht. Mhm. Alle Sportarten haben natürlich ihre Berechtigung, klar, aber wir achten darauf, ja, es möglichst physiologisch auszuführen, sauber, um halt auch auf Dauer einfach verletzungsfrei zu bleiben. Es gibt natürlich dann auch die andere Sparte, eher Calisthenics dynamisch zu betreiben. Ja? Ich meine, Muscle-Ups kann ich auch dynamisch sauber machen. So, aber wenn wir jetzt einfach mal in diesen Barhopping-Bereich schauen, superklasse, was sie da leisten. Barhopping ist, für die Leute, die es nicht kennen. Genau, will ich gerade erklären. Super spektakuläre Spinnings um die Stange und solche Geschichten. Ah, okay. An der Stange rumspringen. Ich glaube, jeder hat es schon mal in YouTube-Videos oder auf der FIBO, wo auch immer gesehen. Das sieht superklasse aus. Ich würde es nicht machen. Erstens, ich bin absoluter Schisser, was sowas angeht. Schon alleine an die Stange springen. Puh, kostet mich viel Überwindung. Und dann daran noch irgendwelche Drehungen zu machen. Eieiei. Okay,
Und dann ist es halt, wie gesagt, ob das so gut ist auf Dauer für die Gelenke. Ich weiß es nicht, sag du es mir, du bist hier der Mobility, Naja, Bro. ich sag mal, im Turnen, Christopher Sommer spricht ja davon, dass beim Tumbling, also wenn die Turner und so weiter Ratschlag und so weiter machen, dass bis zu 40-fache Körpergewicht auf den Gelenken und den Strukturen lasten kann. Richtig. Und wenn die Leute einfach nicht mal nicht mal wirklich grundlegende Mobility haben, dann ist das sehr, sehr gefährlich. Und Richtig. ich meine, viele sehen wir ja in einem Kraftsport oder in einem Wettkampfbereich, die einfach, naja, ein bisschen was können, aber auf der anderen Seite ihnen sehr, sehr viel fehlt. Und ich glaube, da ist die Verletzungsgefahr auch sehr hoch. Auch für Leute, die es nachahmen wollen, das ist eigentlich so die Sache. Ja, weil viele halt auch erstmal diesen Kraftpart überspringen, ne? Erstmal diese Grundkraft überall aufzubauen. Die wollen dann halt gleich an diese krassen Moves. Ja, und dann ist natürlich Verletzung vorprogrammiert, ne? Also wenn man, ich bin der Meinung, wenn man genug Grundkraft hat und die Muskulatur, vor allen Dingen um die Schulter genug gestärkt hat, dann kann man mit sowas bestimmt auch anfangen. Aber wie gesagt, erstmal lange, lange Basics beherrschen und dann kann man sich an diese dynamischen Geschichten ranwagen. Das heißt, die Basics, was wäre das, beziehungsweise wie stark muss man sein, um eine Grundlage zu haben? Ja, Basics ganz klar, also sehr oberkörperlastiger Sport. Dazu gehören Pull-ups, Dips, Push-ups und als einzige Unterkörperübung der Squat. Ja, einmal die Woche. Ich musste schon ein bisschen, Ja. weil es ist halt ein Eigengewichtstraining, ne? Und Richtig? ich meine, um Kraft hier wirklich aufzubauen, man kann viele Dinge Ist ohne machen, schwierig, ja. aber Es gibt natürlich Progressionen, Archer-Squats, Pistol-Squats, Shrimp-Squats mit Kettlebell. Man kann sich natürlich auch mal Gewicht aufladen, wenn es irgendwann zu simpel wird, logisch. Aber klar, ich meine, Beine, es ist so eine ganz fundamentale Bewegung im Alltag, die wir immer ständig nutzen, unsere Beine, wenn wir nicht den ganzen Tag auf der Couch liegen. Und Oder so wie deshalb, hier jetzt auf der Couch sitzen. richtig, deswegen sollte man da schon ordentlich mit Gewicht ja, trainieren. Mache ich auch einmal die Woche. Aber sonst zu den Oberkörperübungen, ich sag mal, bevor du jetzt ein Muscle-Up zum Beispiel lernst, ja, super coole Übung, die viele immer gleich machen wollen, braucht es einfach mal Grundkraft von, ich nenne jetzt einfach mal eine Anzahl von ungefähr 12 bis 15 sauberen, cleanen Klimmzügen. Ja, wirklich clean, nicht irgendwie einen Hochgekippe, irgendwas. Okay. Klimmzüge bis wohin? Weil im Fitnessstudio sieht man die Leute, die machen Ja, sowas genau. und klar, da wissen wir, das Genau, ist nicht ja, komplett richtig, richtig. aber wie weit muss ich den können? Genau, wir bewegen uns immer im vollen Bewegungsumfang. Das heißt, wir fangen aus dem aktiven Hang an, mit dem Kinn schön über die Stange, im besten Fall sogar Also, bis zur Brust, je nachdem, also je okay. höher, umso besser natürlich, ne? Und dann lassen wir uns wieder kontrolliert bis in den Hang ab, um sich dann, ja, um die nächste Wiederholung anzuschließen. Das gilt bei allen Übungen im Calisthenics, es geht immer um die volle Bewegungs Radius, Amplitude, Amplitude. Ausmaß, Genau, richtig. ROM, Range of Motion. Richtig, genau diese Worte habe ich gesucht. Genau, dann sollte man wegen Muscle-Up-Kombination aus Zug und Druck, also Pull-Up und einem Straight Bar Dip, sollte man da ungefähr auch 12 bis 15 saubere Dips, Parallelbar Okay. Dips oder Straight Bar Dips beherrschen können. Und dann kann man sich an die, es gibt ja 1000 verschiedene Vorübungen, 1000 ist vielleicht zu viel gesagt, ich sag mal so 4, 5 sinnvoll. 999. So vier, fünf sinnvolle Übungen, die man dann machen kann, um sich langsam an den Muscle-Up ranzutasten. Genau. Okay. Du bist ja jetzt schon sehr, sehr weit gekommen im Calisthenics. Also du hast Wettkämpfe gewonnen, zahlreiche. Du warst auf der FIBO die erste, oder hast den ersten Platz belegt. Und was sind jetzt so deine Ziele bezüglich Calisthenics? Gibt es da irgendwas, worauf du jetzt gerade hinarbeitest? Ja, also ich habe mich ja ganz klar gegen die Wettkämpfe dann entschieden gehabt. Wieso? Aus dem Grund, weil mir das Training auf Dauer einfach zu stupide war. Immer nur darauf aus zu sein, seine Wiederholungszahl zu verbessern, ist ein Ziel, kann man natürlich machen. Wem das liegt, warum nicht? Klar, gerne. Ich wollte aber einfach vielfältiger sein, weshalb ich mein Training da umstrukturiert habe, um halt auch mehr solche Skills, die halt einfach zum Calisthenics gehören, sind halt nicht nur Basics, gehört noch Handstand, es gehört eine Planche, irgendwann mal. Backlever, Frontlever, das gehört einfach rein. Und deswegen hatte ich mein Training diesbezüglich aufgebaut. Und jetzt sind meine Ziele One-Arm-Pull-Up, auf die Planche-Trainierchen. Muscle-Up kann man nie genug verbessern und Okay. üben. Da bin ich auch immer noch an der Technik ein bisschen am Rumfeilen. Handstand-Push-Ups,
auch ein cooles Ziel. Ja, und der Front lieber. Das sind so die Sachen, die ich gerade so in meinem Trainingsplan fokussiere. Also wirklich Skills und nicht mehr irgendwie Bizepsumfang oder Doch, sonst ab was. und zu, natürlich. Also ich liebe. Ab und zu auch mal Bizepsumfang. Also ich liebe Reps und Sets. Ich bin absoluter Vertreter Okay. davon. Was ist das? Reps und Sets, also gibt verschiedene Definitionen. Also man kann natürlich sagen, okay, Reps und Sets heißt, ich mache, oder Sets und Reps, sag ich mal so rum, ich mache viele Sätze mit vielen Wiederholungen. Also einfach ein hohes Volumentraining Okay. in dem Sinne, ne? Um, ja, So ordentlich Gains wie zu kriegen, ne? ordentlich Gains zu So. kriegen, okay. Also so wie im Langhanteltraining, so German Volume Training, wenn das manche von euch kennen, so 10 mal 10. Sozusagen, genau, Okay. so dieses klassische Oldschool Street Workout, Ghetto Workout Prinzip, ne? Reps und Sets, mega cool. Oder halt so gesehen, wie wir es immer oder wie wir es definiert haben, irgendwann mal so viele Wiederholungen wie möglich mit verschiedenen Übungen an der Stange hängt. Also, dass du zum Beispiel, okay, ich mache Okay. erst 10 Muscle-Ups, dann mache ich 15 Bar-Dips und dann hänge ich direkt daran noch 10 Klimmzüge. Ist halt so Kraftausdauer, ne? Genau, also das mache Okay. ich auch einmal die Woche. Das versuche ich mit allen zu integrieren und natürlich weighted, also mit Zusatzgewicht zu trainieren. Ja. Du siehst schon, das Trainingsvolumen ist hoch. Sehr vielfältig, ja. Da frage ich mich halt immer, wo bleibt das Beintraining? Diese einmal die Woche, wenn nichts dazwischen Ja, gut. kommt. Besser als nie. Richtig. So. Und wenn du jetzt die Calisthenics-Szene so mal betrachtest, wo sie hergekommen ist, Calisthenics ist ja noch ein sehr junger Sport. Wo siehst du quasi Calisthenics, ich sag mal so, in 5 Jahren? Du gibst jetzt Workshops, es gibt auch schon andere Leute, auch YouTube-Kanäle, die sehr groß sind im Bereich Calisthenics. Und es ist ja auch irgendwie aus den Staaten rübergeschwappt. Ghetto-Workout, sagtest du schon. Was meinst du, wo geht die Entwicklung hin? So Richtung CrossFit-Style, es gibt übelst krasse Competitions irgendwann? Oder was meinst du, wird sich das in der Zukunft hinentwickeln? Das ist eine gute Frage, das ist wirklich eine gute Frage. Frage ich mich halt auch immer. Also mittlerweile, ich mache es jetzt seit so fast 3 Jahren, hat sich natürlich einiges getan, vor allem auch in der deutschen Szene. Es haben sich ganz viele verschiedene Gruppierungen gefunden in den verschiedenen Städten, die sich zusammentun, um gemeinsam zu trainieren. Mega coole Sache. Also die Community ist riesig und immer wieder bei irgendwelchen Wettkämpfen oder Treffen ist halt einfach eine coole Atmosphäre. Allerdings, ich weiß es nicht. Also es finden natürlich auch immer mehr Frauen den Weg zum Calisthenics, auch durch diese Workshops, die ich halt extra für Frauen gebe. Das Schwierige ist, wie gesagt, die Geduld. Viele, du kennst es selber, viele haben nicht die Geduld, dran zu bleiben. Wenn die merken, der Muscle-Up funktioniert nicht, die geben auf, gehen wieder in ihre alte Sportart zurück oder was weiß ich. Und dieses Dranbleiben, das ist halt schwierig. Und Calisthenics in dem Sinne, wie gesagt, es sind viele Elemente aus dem Turnbereich und so weiter. Ne? Es ist ja ein bunt gemischter Sport eigentlich, für den es schwierig ist, eine richtige Definition zu finden. Weswegen ich ihn auch so interessant finde, denn hier geht Ja. es ja auch auf dem Kanal und das, was ich euch auch vermitteln will, viel darum, einfach mal in andere Bereiche zu gucken und mal euer Training irgendwie von anderen Bereichen inspirieren zu lassen und zu sagen, hey, was kann ich aus dem olympischen Gewichtheben lernen? Was kann ich aus dem Tanzen lernen? Was kann ich von Bodybuildern lernen? Auch wenn du nicht so aussehen willst, das zu verbinden. Ja, wie gesagt, über die Jahre hinweg hat sich das so entwickelt, dass wir dann jetzt auch viel gezielter auf Mobility-Geschichten, was du auch machst, schauen, dass wir das alles wirklich so als Ganzheit betrachten, ne? Dass wir nicht nur Reps und Sets rausballern und so weiter, sondern dass wir ein cleveres Training angehen quasi. Das hat sich über die Jahre jetzt so etabliert, ist ganz gut. Aber wie gesagt, du hast ja gefragt, wo das jetzt hingehen soll. Die Competitions sind dabei, sich zu optimieren. Die Competitions werden immer besser, von den Standards her, von den Richtwerten her, von den Kriterien her, wie bewerte ich das fair für alle? Ich weiß es nicht. Also ich kann dir wirklich nicht sagen, wo das hinläuft. Ich bin gespannt, ich lasse es einfach offen und bin Ich, froh, dabei zu sein und die Bewegung mitzuverfolgen über die Jahre. dann würde ich mal sagen, wo würdest du es gerne sehen in 3 bis 4 Jahren? Natürlich überall, an jeder Ecke, Überall. überall Stangen und Barren und alles, wo Okay. wir frei trainieren können. Das ist ja das Coole an dem Sport, dass wir eigentlich nur unseren Körper brauchen. Und wie gesagt, ein paar Stangen, das wäre halt noch hilfreich. Es gibt ja Stangen, an Leute, denen du dich dranhängen kannst richtig, und genau, aushängen kannst und für alles. all die Übungen, die wir halt brauchen. Aber vor allem fände ich super, weil ich Grundschullehramt studiere, dass auch Kinder mehr Zugang zu solchen Geschichten haben. Weil wir ja wissen, ne, ich meine, klar, Schulsport, alles schön und gut. Aber ich meine, durch Völkerballspielen
ist ja nett. Ich meine, abgesehen davon, dass ich Ballsportart nicht so cool finde. Nett ist kleiner Bruder von Scheiße, ne? Oder wie war das? Ja, aber wie gesagt, Fitness in dem Sinne, ich würde Calisthenics nicht als Fitness bezeichnen, es ist einfach schon viel zu spezifisch. Aber dass auch Kinder an diesen Sport herangeführt werden, ne? Spielerisch einfach. In der Grundschule, ich merke das mit meinen Kindern, ich mache das praktisch mit denen. Du kannst da keine Supersätze oder so aufbauen. Das funktioniert natürlich nicht. Aber du kannst spielerisch schon diese Grundkraft, diese Körperspannung, diese Griffkraft, Druckkraft und so weiter aufbauen. Klar. Und das fände ich super, wenn man das so als Standard im Bildungssystem auch integrieren könnte. Und gleichzeitig natürlich auch irgendwie die Mobilität erhalten. Ne? Weil als Kinder sind wir beweglich. Wir kennen alle diese Bilder irgendwie in Fitnessforen von wegen, ja, das Kind macht den perfekten Squat und du kannst das nicht. Hey, jeder konnte es ja irgendwie, es sei denn, er ist mit irgendeiner Fehlanatomie dann geboren, aber letztendlich das dann zu erhalten, ne? Richtig, darum geht es, dass man auch mit den Kindern natürlich nicht nur diese Grundübungen übt, sondern natürlich auch in diesem Mobility-Bereich bleibt. Genau, das ist sehr interessant. Als Ganzheit betrachtet, so wie ich es mit meinen Kindern gerade praktisch versuche umzusetzen. Ja, ja, sehr interessanter Gedanke. Das Ziel ist auch sehr schön. Was ist denn ja eine Sache, die du zum Beispiel Eltern, wenn jetzt Eltern zugucken, die Kinder haben und sagen, okay, das spielt Fußball, der Junge und so weiter, aber das vielleicht auch sehr interessant klingt, was können Eltern denn auch machen, um diese Sachen, diese grundlegende Kraft, diese Griffkraft und so weiter, einfach spielerisch mit ihnen dann beizubehalten? Was wäre eine Möglichkeit? Mit ihren Kids? Ja. Ich meine, es gibt Spielplätze und Anlagen dafür draußen mit Monkey Bar, Hangeleiter. Die Kinder ranhängen, sich ein bisschen hangeln lassen. Also warum nicht? Also oder einfach spielen Kinder lassen, oder? Die machen es ja häufig. Spielen lassen. Ne? Meine Kinder haben von Natur aus einfach diesen Bewegungstrieb. Gerade im Kindesalter ist es deswegen super, mit Sport anzufangen. Ja, und was wir häufig sehen, ist so dieses, die Kinder werden irgendwie dazu gezwungen, sitzen zu bleiben, ruhig zu bleiben, zu sagen, hey, bleib doch mal still sitzen, kannst nicht deine Füße stillhalten und sonst was. Richtig. Und das irgendwie mehr zu forcieren, ist so deine Sache, die du auch mehr in den Schulalltag bringen willst. Gerade in den Schulalltag. Ich meine, die Schule ist für die Kinder das zweite Zuhause. Die verbringen die meiste Zeit neben ihrer Heimat zu Hause bei ihren Eltern in der Schule. Deswegen sind wir als Pädagogen auch dazu angehalten, bin ich der Meinung, den Kindern in ihren Spieltrieb, in ihren Bewegungstrieb zu unterstützen. Es gibt ja auch so bewegte Schulen, also solche speziellen Programme, die teilweise auch schon durchgeführt werden, dass man quasi in den Pausen sich ein bisschen bewegt, durch ein paar Übungen das Ganze ergänzt oder die Schulhöfe dementsprechend ausstattet, ja, dass man Hangelstrecken, Reckstangen und so weiter hat. Aber ich bin der Meinung, es gibt es einfach noch viel zu wenig. Also das könnte man auf jeden Fall noch ausbauen. Nee, das könnte man nicht, das muss man ausbauen. Das muss man, ne? Allein, ich meine, wir sagen halt immer, die Kinder sind unsere Zukunft, aber dann machen wir unsere Zukunft irgendwie kaputt, indem wir dann sie nicht darin unterstützen. Ne? Mehr Stehpulte in den Klassen. Ich mein, stehen, Leute, stehen! Nicht so viel sitzen, eher aktiv, die Kinder entscheiden zu lassen. Wollen sie auf dem Bauch liegen, wollen sie stehen? Klar ist es jetzt für eine Lehrperson mit 25 Kids vielleicht schwierig, dann alle zu disziplinieren, aber ich glaube, dadurch entscheidet jedes Kind selbst, wie es sich am besten auch konzentrieren kann auf Dauer. Ne? Weil 45 Minuten stillsitzen, hui. Ich meine, ja. Deswegen machen wir unser Interview auch nicht 45 Minuten. Ich meine, du hast auch gerade was Wichtiges gesagt, halt disziplinieren. Ich glaube, es geht gar nicht so wirklich darum, die Kinder zu disziplinieren, sondern eher sie zu motivieren, sie anzutreiben, weil wenn sie ja die intrinsische Motivation, hey geil, ich will was lernen, und jedes Kind hat ja eine gewisse Neugier, und dann zu sagen, hey Hammer, daran setze ich an und versuche diesen Spieltrieb nicht nur auf eben Bewegung zu übertragen, sondern auch auf das Lernen einfach. Richtig, man kann ja auch die Lerninhalte dementsprechend fördern oder gestalten, ne, dass man immer ein bisschen Bewegung mit drin hat. In welchem Umfang auch immer das ist. Also didaktisch, methodisch sind dem Ganzen ja keine Grenzen gesetzt. Ja. Man muss nur kreativ werden als Lehrer und muss sich da ein bisschen Mühe machen und sich da reinfuchsen, dass man da ein Bewegungskonzept mit verbindet, mit dem Lehrinhalt. Was ist denn dein Hauptantrieb, warum du das Ganze machst? Nicht nur jetzt das in Bezug auf die Schule, sondern warum du den Sport machst, deine intrinsische Motivation, was ist dein Feuer, das in dir brennt? Ja, einfach, ich liebe Herausforderungen, immer wieder an mir selbst zu wachsen, zu sehen, okay, wozu ist mein Körper eigentlich imstande, was kann ich alles leisten? Ich will einfach das Allerbeste aus mir rausholen.
Kostet es, was es wolle, kostet es Zeit, wie es wolle, irgendwann kann ich die Planche. Bin mir sicher, irgendwann kann ich sie. Und wenn es einfach trainieren. Jahre dauert, richtig, genau. Ja. Dranbleiben. Ja. Cool, coole, coole Motivation auf jeden Fall. Und das hat man auch gemerkt in deinem Workshop. Und deine Workshops sind vor allem ausgerichtet auf Frauen, sagst du. Was ist dann, was du den Leuten dort vermittelst? Ich habe ja jetzt einiges gesehen, aber für die Zuschauer jetzt, die das nicht gesehen haben, worum geht's? Genau. Was vermittle ich? Also dieses Ganzheitliche, was ich vorhin schon genannt hatte, ne? Dass es eben nicht nur um Calisthenics geht, sondern dass da viel mehr dazu gehört. Wie gesagt, diese Mobility-Geschichten und so weiter. Ne? Dass man dauerhaft darauf bedacht ist, gesundheitsfördernd sich zu bewegen. Und das leistet einfach dieses ganze Rundum-Paket. Ja? Also wir hatten heute einen Mobility-Anteil, wir haben die Basics besprochen, wir haben Skills besprochen, also schwerere Übungen mit ihren Progressionen und so weiter. Da ist für jeden was dabei, für Anfänger, für die, die schon 10, 15 Klimmzüge können und ein Muscle-Up lernen wollen. Ich habe ganz viele Tipps auf Lager, die ich euch da mit auf den Weg geben kann. Sehr viele Tipps. Ja, viel zu viele Tipps. Also, falls ihr da irgendwie Hilfe braucht, gleich mal ein Appell an euch, liebe Mädels, dann meldet euch zu einer der nächsten Workshops an. Es werden noch ein paar stattfinden, jetzt demnächst in Bremen, im März bei der Nicole, im Carabao heißt das Studio, genau, so ein bisschen so kampfsportmäßig angehaucht, genau. Und es folgen noch weitere, also sind weitere in der Planung in Chemnitz, Berlin, Hannover. Also Punkt deutschlandweit. Deutschlandweit. Und das kann man alles auf deiner Facebook-Seite sehen. Richtig. Das ist unten verlinkt. Ansonsten einfach facebook.com/monique.calisthenics. Wenn ihr nicht wisst, wie es geschrieben wird, ihr seht das in dem Titel des Videos. Ganz einfach. Und ja, alles unten verlinkt. Und du hast noch einen Instagram-Account und so weiter, wo du täglich was hochlädst. Ja, genau. Also da wird man dann wahrscheinlich doch häufiger Content von mir sehen. Also so gewisse Ausschnitte aus meinem Training, was ich gemacht habe und so weiter. Das gibt's auf alles auf Instagram, fast täglich. Und so größere Dinge, die findet ihr dann auf Facebook. Tutorials habe ich jetzt auch gemacht. Mein Muscle-Up-Tutorial ist jetzt bald fertig. Der dritte Teil ist raus, der vierte kommt noch. Das heißt, ich gebe natürlich auch nicht nur Inspiration, sondern auch, richtig, Tipps, ich gebe auch an, Tipps an die vor Hand. Allen Dingen, wirklich. Ja, vor allen Dingen auch kostengünstig. Also auf Deutsch kostenlos tatsächlich. Ja, also nutzt, schaut euch die Plattform an, schaut euch an, was man machen kann und bastelt euch da selbst was zusammen. Und falls ihr das nicht wollt, dann kommt zu einer meiner Workshops. Wenn ihr das einfach alles gebündelt haben wollt. Richtig. So habe ich es jetzt einfach mitbekommen. Ja. Genau. Genau. Wunderbar. Dann danke ich dir für das Interview, für deine Zeit. Und ich würde sagen, alles Weitere findet ihr unten in der Beschreibung. Wie immer, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Und ja, gebt dem Video einen Daumen hoch für den Bizeps von Monique. Ja, locker bleiben, Bizeps zeigen, mein Spruch. Und deswegen müssen wir jetzt noch eine Doppel-Bizeps-Pose machen zum Schluss. Locker bleiben, Bizeps zeigen. Ja. Kann ich nicht meine Quads anspannen oder so? Du musst dich aber aufrichten, dass du nur deine Quads ausziehen. Und ausziehen. Nee, okay, alles klar, lassen wir. Abonniert auf jeden Fall, wenn du mehr Movement-Workouts haben willst, wenn du Tipps zur Mobility haben willst und Fragen, die du in den Kommentaren stellst, beantwortet bekommst jede Woche. Oder Interviews mit Experten zu verschiedenen Themen, unter anderem Calisthenics. Und wenn du Calisthenics-bezügliche Fragen hast, einfach unten in die Beschreibung, beziehungsweise nicht in die Beschreibung, sondern in die Kommentare packen. Das war ein langer Tag jetzt, deswegen höre ich jetzt einfach auf zu reden. Monique wird sie euch beantworten können. Und auch Männer sind herzlich willkommen, ja, sich von mir Tipps abholen zu lassen. Die Workshops werden auch auf Männer, also gemischte Gruppen ausgerichtet. Es wird nicht nur Frauen betreffen. Ja? Also meldet euch alle, egal welchen Geschlechts. Keine Angst, ich weiß nicht. Noch bin ich nicht aufgegessen. Genau. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis dahin, keep moving, stay sexy und Doppelbizeps-Pose.